Hallo und herzlich willkommen bei Rosenblut. Let's play Baphomets Fluch. Spielen wir also weiter. Wir sind hier an einem schönen Fluss. Bei einem Schiff. Oh. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Also, ich hatte ja einen Hinweis, dass ich da unten was finden kann. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Da vorne, da ist doch dieses Bild, dieses Kreuz. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachan habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Ja, das Tischtuch, das ich versaut habe. Können wir das vielleicht? Habe ich noch so gedacht. Also, aber... Oh, soll ich die Treppe... Kommt sie da rein? Ja. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Das... Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Oha. 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 Du musst die rechteckigen Balken so bewegen, dass sich der Riegel auf die andere Seite bewegen kann. Um sich das Tor öffnet. Die Balken lassen sich entlang ihrer ganzen Länge verschieben, manche von ihnen nur horizontal, andere nur vertikal. Aha. Okay. Oh, jetzt muss ich noch ein Rätsel. Um einen Balken zu verschieben, klicke ihn an und schiebe ihn waagrecht oder senkrecht dorthin, wo du ihn haben willst. Was? Das erinnert mich an... ich dachte, ich könnte jetzt da nicht rüber. Das erinnert mich an das Mausspiel, das ich auf meinem Handy habe. Ich muss da durch, wenn es... Ja, denke ich mal. Also, gehen wir da durch. Nein, jetzt ist der im Weg. Ach Mensch, ich hoffe, ich habe jetzt da nicht zu lange... Oh je. Muss ich mal gut überlegen. Maus. So. Ja. Ich bin da ja nicht mehr so ganz sicher. Oh mein Gott. Ich werde sicher Stunden haben. 100 Stunden später. Oh, ich habe es geschafft. Oh je. Also, bei dem Mausspiel war ich ja alles immer relativ gut. Also gut, logisch denken. Hey! Irgendwie... Ach nee, das... Irgendwie hatte ich doch das schon. Oh, das ist doch einfach... Also ich... Denk jetzt mal. Der muss ja da runter. Und damit der da runter kann, müssen mindestens diese beiden hoch. Oh je, Mini. Ich sehe nur noch Käse. Also so geht das definitiv nicht. Der hier muss weg. Zwar so. Irgendwie. Muss der weg. Damit der
Vielleicht so. Also da kann ich ja mal mindestens irgendwie sowas. Also andersrum geht es nicht. Ich könnte jetzt... Jetzt sperre ich mich selbst. Nee. Aha. Ja. Oh. Ja. Der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Oh, noch eine. Noch eine. Wünsch mir Glück. Also, der habe ich geschafft. Und den hier. Nun ja. Hä? Kann ich jetzt nicht verschieben? Der muss darüber, also muss der darauf, geht nicht, dann muss er darunter. Damit der darunter kann, muss der auf jeden Fall mal hier rauf. Und er irgendwie sowieso ja nicht anders geht. Ah, dann, ja, der ist zu lang. Das ist jetzt ein Mist, sowas aber auch. Und jetzt bin ich da irgendwie eingepfercht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, warte, das ist der einzige, den ich bewegen kann. Also der ist mal falsch. Der rauf, also warte schnell, den muss ich hier runter. Also dann muss ich den Fall. Ihr wisst sich alle die Lösung. Ich hock hier und weiß nicht weiter. Also das ist sicher auch nicht richtig. Waren die nicht schon vorher so? Also, ich denke jetzt mal... Warte, was hab ich gedacht? Der gehört hier runter. Der war hier schon gut. Den müsste ich ja gar nicht verschieben. Also eigentlich schon, aber... Ah, nochmal von vorne. Also. Wie habe ich jetzt das wieder gemacht? Hä? Naja. Ich habe da was einfach versucht. Oh, ich dachte, ich muss... Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Wahnsinn, ich glaube, ich hatte Glück. Naja, ich habe es geschafft. Juhu! Aber irgendwie, ich würde gerne die... Ich versuche. Ich kann auch nicht gehen. Oh. Ich habe das Gefühl, hier ist noch mehr zu finden. Ja, ich wollte trotzdem... Ich treppenziehen mich magisch an. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir und das meine ich nicht nur wörtlich. Hey. Die Kanalisation? Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Ein Boot. Das Boot ist seit Jahren nicht benutzt worden. Genau wie mein Hometrainer zu Hause. Oha. Ja, wir sehen ein kaputtes Boot und das müpfen wir ja auch einfach so mal um. Man weiß ja nie, darunter ist ja was. Wow. Eine alte Geschosshülse. Wahrscheinlich aus den 50ern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Kriegsfilmen aufgewachsen. Ja. Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Das... Die Messinghülse ist glatt und vollkommen rund. Wunderbar. Kann ich vielleicht... Nee, das ist dem... Aber ich will mal schauen. Nein. Ja, man muss manchmal Sachen versuchen. Kann ich das Boot wieder
aufheben? Das Boot zu bewegen würde es nur völlig ruinieren. Oh, ist das sowieso schon kaputt. Also, das ist eine Klingel? Ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Ein Loch? An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Links, rechts? Was ist das? Das Loch ist sogar für meine zierliche Hand zu klein. Aha. Nichts passiert. Oho. Nichts passiert. Ich hab doch so einen Schlüssel, der in diesem Tresor war. Geht der? Hat sie es ausprobiert? Geht er jetzt nicht? Was? Da. Also. Und der Hana. Der ist doch schön rund. Ja, das geht auch nicht. Den Elefanten? Ja, irgendwie. Das wäre jetzt so logisch gewesen. Ja, aber wenn ich jetzt den Schlüssel. Ich meine, das muss doch. Kein Griff. Nichts Offensichtliches. Aber es muss einen Weg geben, sie aufzumachen. Also eine Steintüre. Es muss einen Mechanismus geben, um sie zu öffnen. Also diesen Schlüssel. Ein Tresorschlüssel. Ah, den habe ich für den Tresor. Oh ja. Ja, dann brauche ich was Rundes. Oh, ja klar, das. Ja. Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Oh, ich hoffe, die Farbe ist. Oh. Jetzt muss ich da noch was eingeben. Das war ein Fehler. Das Schloss stellt sich zurück. Na gut. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Toll. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Oh, sag jetzt nicht, wie viele. Probieren wir nochmal hier. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Der Mechanismus stellt sich zurück. Also zurück, also einmal da. Einmal. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Schön. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Und dann hier. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Ja, ich denke jetzt nochmal am gleichen Ort. Oh nein, ich muss von vorn anfangen. Ah, die ist sicher links, rechts, das hat sie ja vorher gesagt. Also, warum links? Links? Ist das links? Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Gut. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Rechts? Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. Links? Aha. Und jetzt wieder rechts? Oh nein, ich muss von vorn anfangen. Also links, rechts. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Noch ein Klick, wieder einen Schritt weiter. Links und dann nicht rechts, sondern nochmal links. Nee, warum ist noch nicht fertig? Jetzt bin ich zweimal links und dann wieder rechts. Oh, ja, es ist gegangen. Und wieder links. Ist es jetzt gegangen? Rechts. Oh nein, ich muss von vorn anfangen. Also rechts. Dann wäre das links. Also links? Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe.
Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Soll ich da rechts? Noch. Links. Und dann nicht rechts und dann nochmals links. Dann rechts. Dann links. Und dann. Ja, da oben. Habe ich ja da geklickt. Dann müsste ich jetzt hier. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, gehen wir doch da rein. Juhu! Was für ein prachtvoller Raum. Ich glaube, ich gehe hier wohnen. Ein Kreuz! Oh mein Gott! Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Toll, Nico. Jetzt kommst du nicht mehr raus. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ja, auf diesem Stück Stoff. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Ja, dann kann ich ja wenigstens raus. Zum Abstützen. Ja, aber... Ach so, ich muss doch da... Die Tafel lässt sich nicht bewegen. Die Tafel ist festgeschlossen. Ah, okay, dann machen wir jetzt mal so. Und... Oder hat es da noch... Ich hatte so eine Idee. Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Also das Einzige, was wir da haben zum Draufstützen, denke ich, den Elefanten. Ging das jetzt nicht, weil es nicht ging, oder ging es nicht, weil ich es nicht richtig geklickt habe? Zeig nochmal. Das geht tatsächlich nicht. Och, das nimmt mir jetzt meine ganze Hoffnung. Oh nein, ich kann nicht mehr. Jo, das hier haben wir auch gefunden. Naja, wenn ich hier rauf... die Hülse werfe. Wenn ich mir die Tafel genauer ansehen will, muss ich einen Weg finden, das Kreuz oben abzustützen. Oben abzustützen. Oben. Warum oben? Also nochmals. Wir haben ja... Das hier vielleicht? Nein. Ut lex vel, ut nex sumito. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Ich schätze, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war nicht so ihr Ding. Ja, ich geb's zu, ich war in der Schule eine Streberin. Aber ich habe auch Lippenstift getragen, ohne dass die Nonnen es gemerkt haben. Eine Klosterschülerin. Kann ich denn das nicht... Nee, das kann ich ja nicht. Mit der Karte vielleicht... Ach, ich bin mir fast sicher, dass... Das könnte vielleicht gehen. Haarspange. Nee, kein Anzeichen von einem Mechanismus, den man eindrücken müsste. Ich muss mir etwas Besseres einfallen lassen. Ich muss das Kreuz irgendwie heben und vielleicht muss ich ja was finden. Bevor ich jetzt da wahllos ausprobiere, suche ich jetzt. Das Boot zu bewegen würde es nur völlig ruinieren. Was Sinnvolles. Wenn ich ein Stück vom Boot mit dem Elefanten raushaue,
Und nicht. Jetzt kann ich vielleicht das Gitter? Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Nein. Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Das haben wir schon mal gehört. Kann ich das nehmen? Oh. Die Tür bleibt offen. Ich entferne den Steinzylinder. Ich hoffe. Vielleicht? Ein Versuch wäre es wert. Wo ist er? Hier. Hey, yes. Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Sieht so klein aus. Ich berühre die Öffnung. Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Eine runde Öffnung, präzise in den Stein gebohrt. Etwas Rundes. Sag mir nicht, dass es da dieser Trichter ist, den ich zur Abstützung brauche. Aber schade. Die Geschosshülse ist zu groß. Es ist kleiner als die Geschosshülse. Jo, und Haarnadel? Ach, komm jetzt. Dem hast du schon mal was aufgekriegt. Keine Ahnung, Tresorschlüssel? Ja, vielleicht der Schlüssel. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Der ist ja vom Haus. Also das habe ich auch probiert. Das auch. Das ist eine Karte. Ach, komm schon. Ja, aber... Ist denn das so klein? Kleiner als eine Hülse? Ja, den Elefanten, ja. Das habe ich noch so gedacht, aber ein Versuch wäre es wert. Also ich habe jetzt wirklich alles ausprobiert. Das habe ich da schon. Das geht auch nicht, das hier. Ja, ich habe alles ausprobiert. Da geht die Haarnadel wirklich nicht. Ah, und wenn ich jetzt vielleicht die Haarnadel... Nein. Da rein oder drumrum oder das rundum... Nein. Oder das rundum... Nein. Das rundum. Nein. Das mit Haarnadel. Nein. 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 Okay, ist schon gut, Mann. Hat's da nichts mehr? Kein blauen Kreis. Ich will einen blauen Kreis. Ohne Hebel habe ich keine Chance, das Ding aufzustemmen. Eine Tür aus Stein sind solche Türen ja meistens. Ein Hebel. Ja. Ich muss tatsächlich etwas finden. Also wie groß ist dieses Loch? Eine runde Öffnung, präzise in den Stein gebohrt. Rund. Aber warum? Sagt sie ja... Schade. Die Geschosshülse ist zu groß. Ist zu groß. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Sie sagt bei der Hülse... Ich entferne den Steinzylinder. Sie sagt ja bei der Hülse, sie ist zu groß. Und wenn ich sie verkleinere, weil ich kann ja da auf dem Boden nur lesen, was ja nicht viel Sinn... Also ja, nicht so. Ta, yes, Mann. Dann hier... Oder ja, ich... Ja, heb einfach das Kreuz.
Gut. Jetzt nehmen wir diese Hülse. Es liegt ja auf der Hand, ne? Die Steinplatte hat ein Ende der Geschosshülse zusammengequetscht. Wunderbar. Oh, ich sehe gerade, dass die 30 Minuten schon bald um sind. Oh, ich bin weitergekommen. Jetzt ist das immer so spannend. Und ich kann... Was, warum? Ah, heb jetzt das Kreuz hoch. Ich will nur wissen, was in dieser Öffnung ist. Das ist das Mindeste. Wunderbar. Die Geschosshülse ist an einem Ende abgeflacht, sodass eine gezackte Kante entstanden ist. Ja, aber dessen wird ja nicht kleiner. Selbst etwas geplättet ist die Geschosshülse immer noch zu groß. Oh, warum? Warum? Die Geschosshülse ist an einem Ende abgeflacht, sodass eine gezackte Kante entstanden ist. Eine gezackte Kante. Nein. Ich könnte vielleicht der Elefant ein bisschen nachschnitzen, jo. Und das jetzt? Nein. Also die Hülse muss noch kleiner werden. Nein. Gut, dann... Ein Versuch. Ich entferne den Steinzylinder. Ein Versuch gebe ich mir jetzt noch. Ich lege sie nochmal dahin. Ich meine, wenn sie jetzt eine gezackte Kante, soll ich ihnen was sägen? Jetzt legt sie nicht mehr. Sie will das nicht mehr. So. Ut lex vel, ut nex sumitor. Unterwirf dich dem Gesetz oder dem Tod. Immer noch dasselbe. Ich muss was sägen. Also das ist mal Holz. Also ich... Gezackte Kante. Das ist jetzt das Einzige, das mir einfällt. Komm jetzt. Holz, gezackte Kante... Gitter, gezackte Kante. Also ich weiß... Die Geschosshülse ist an einem Ende abgeflacht, sodass eine gezackte Kante entstanden ist. Eine gezackte Kante. Könnte ich vielleicht diesen Schlüssel... Nein. ...präparieren? Diesen Schlüssel? Nein. Und dem geht's auch? Nein. Ah ja, nein. Ja gut. Also klar ist, ich muss die Hülse kleiner machen. So, ich glaube, wir sind an einem guten Ort, um noch länger ein bisschen nachzudenken. Und um den Schnitt zu eröffnen. Ja, wir sehen uns im nächsten Let's Play von Rosenblut. Ich wünsche einen schönen Tag, Abend oder was auch immer bei euch gerade ist. Auf Wiedersehen!